Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grill, feines Grill, Barbecue. Heute macht cool, wir machen heute hier ein schönes Tomahawk Steak mit einer richtig geilen Knoblauchbutter, dass richtig Bums drin ist. Und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Für so eine Sache brauchen wir ja nicht viele Zutaten. Wir brauchen als allererstes hier einen schönen Tomahawk Steak. Das ist in dem Fall ein irischer. Guck mal, wie das schon jetzt schon fast zerfällt. Ist von Beef Bandits, habe ich mit bestellt. Passt der T-Shirt dazu an. Mit Code Klaus 10 spart ihr noch 10%, wenn ihr möchtet. Also richtig geiler Klopper. Für die Knoblauchbutter habe ich hier 7-10 Knoblauch. Ein Stück Butter, hier vom polnischen Supermarkt, und ein bisschen Pyramidensalz. Und mein lieber Lars, der ist leider gerade längerfristig krankgeschrieben. Also gute Genesungswünsche von hier nach da. Wenn ihr ihn noch grüßen wollt, könnt ihr runter in die Kommentare schreiben. Hier ist seine Vertretung. Eine kleine Knoblauchquetsche, habe ich auf Amazon gesehen, hat mich irgendwie abgeholt. Ich dachte, gut, wenn Lars nicht da ist, muss der so lange aushelfen. Und natürlich, wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. Und wie gesagt, nicht zum Spaß da, sondern zum Grillen. Deshalb habe ich mir den Broil King Imperial hier ordentlich aufgeheizt. Legen wir mal kurz auf und flippen den jetzt mal so 4-5 Minuten hin und her, damit die Flamme hochkommt. Mal keine Angst haben, dass das alles so gewollt und alles im Rahmen. Guck mal, wie schnell da so ein schönes Muster drauf ist. Und wir machen jetzt keine große Aktion, die mit irgendwelchen Wieselmuster aussehen sollen, sondern wir machen hier eine vollflächige Kruste drauf und das macht man, indem man es einfach völlig wild unwillkürlich hin und her dreht. Und so wie ihr das jetzt hier im Live-Text seht, also wirklich nehmen, aufpacken, umdrehen, immer schön eine neue Stelle suchen, weil der Gussrost, der kühlt natürlich immer ein Stückchen ab. Wenn du das immer auf derselben Stelle machst, ist das, ja, kannst du tun, muss aber nicht sein. Rum. Und viel mehr ist im ersten Schritt für die ersten 5 Minuten hier nicht zu tun. Das sieht schon richtig gut aus, oder? Boah, mein Nerdherz, was schafft man, musst du eigentlich, holt es ja ab. Aber wir wollen eine vollflächige Kruste, deshalb flippen. Wir können auch mal hier so die Randseiten nehmen. Also da muss man auch keine Angst vor haben. Also richtig ein schönes Stück, wenn man mal so am Grill ein bisschen Spaß haben will, hat man ein bisschen was zu tun und kann es schön von allen Seiten richtig schön an Kruste geben. Ich liebe das. So sieht der Bursche jetzt aus. Das machen wir folgendes. Wir nehmen den jetzt einfach, packen den nach hier oben. Haben rechts den Brenner noch volle Pulle an, so hier Vollgas und die anderen alle aus und lassen den jetzt hier oben einfach nochmal nachziehen. Und dieses Nachziehen könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also wer jetzt ganz englisch haben will, der ist richtig blöd, der würde jetzt schon runternehmen, aufschneiden. Aber wir mögen das noch ein bisschen weiter, deshalb würde ich sagen, jetzt nochmal eine Viertelstunde, jeweils als zweimal eine Viertelstunde. Wir lassen eine Viertelstunde immer liegen, dann drehen wir eine Viertelstunde um, weil immer noch ein bisschen Hitze von unten reinkommt. Also insgesamt eine halbe Stunde lassen wir ihn oben nachziehen. Und dann sollte der soweit sein. Was wir jetzt aber machen müssen, ist, wir müssen uns um das Knoblauchbutter kümmern. Und das ist total easy. Jetzt kommt die Aufgabe von, ich nenne ihn einfach Lars. So, der heißt jetzt einfach Lars bei mir. So, Deckel drin. Und dann kann man den so drehen. Ja, die Spezialitätenraucher unter euch kennen dieses Spiel. So, dann hast du hier schön den kleinen gedrückten Knoblauch. Gabel nehmen. Raus. Erste Lage. So, und dann nochmal drei Knoblauchzehen. Komm Lars, sieht voll das hier. Herrlich. Und auch das kommt da drin. So, da fehlen jetzt so 1,5 Esslöffel Pyramidensalz. Die wir schon mal vermischen. Und welche Überraschung, natürlich kommt die Butter dazu. Und jetzt drücken wir das alte E-Maschine durch hier, dass sich alles miteinander vermischt. Und das dauert ja nicht lange, dann sieht das so aus. Und ihr könnt schon E-Mal kosten. Mmh. Mmh. Kriegt die Knoblauchbums drin, ordentlich Salz, schöne Butter, eine geile Nummer. Und damit vergoldet man jedes Steak. Ja, ich hatte euch gesagt, das dauert eine halbe Stunde und hat aber tatsächlich jetzt knapp 40 Minuten gedauert. So ist es manchmal mit Fleisch, aber dafür sieht es so aus. Wir haben Kerntemperatur 52 Grad und ich sage euch nicht, wer das gesagt hat, dass wir bei 52 runternehmen wollen. Ich. Ah gut, Selbstbekenntnis, sehr schön, da muss ich nämlich nicht sagen. Also runternehmen nach Kosten. Sag mal, sieht herrlich aus. Schön hinten liegt der Saft schon auf dem Brett. Das lässt viel versprechen, viel vermuten. Und runterschneiden hier. Dann haben wir den vor uns und wie mache ich ihn am liebsten? Richtig, im klassischen Mittelschnitt gesetzt. Und dann gucken wir uns den mal an, wie der aussieht.
Oh, ich würde sagen, alles sieht nach einem sehr, 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 sehr gültigen Versuch aus, oder? Also, Tranche runterschneiden, oh, halbieren, wollen ja nicht rumasen und dann natürlich schön mit Telex einen schönen Schlag hier von unserer Knoblauchbutter oben drauf. Ha? Bleibt da. Also, wie sagt man so schön, auf euch rinnen die hohle Birne. In der Knoblauchbutter, da sind kleine Salzstückchen drin, die bitzeln so ein bisschen. Am besten Pyramidensalz nehmen, also kein Hagelsalz, also brichst die Zähne raus. Sieht feine Pyramidensalz mit dem Knoblauch und jetzt probiere ich es nochmal ohne. Auch geil, aber Butter macht den Buben stark, von daher schön Stück Ruff. Wenn die Butter so zerläuft im Mund. Mega gut und das Monster. Auch voll gut. Ich sag mal wieder Tomahawk Steak. Klar, Knochen bei, aber groß, spektakulär, geil. Und wenn du ein paar Kumpels hast, sag mal zwei Jungs, ein Tomahawk Steak ist eine schöne Portion. Vor wie Teilungsgebäude, ne? Ja. Da kommen wir mit klar. Und was ihr jetzt machen könnt, ist entweder ein Tomahawk Steak grillen. Oder Butter machen oder beides oder einen Daumen nach oben lassen, Bruder oder Kommentar oder ein Abo. Ihr seht, ihr habt die volle Freiheit, alles was ihr wollt. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen Barbecue. Macht's gut und vielleicht noch einen lieben Kommentar für den Lars unten unterlassen. Der freut sich. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.